ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es das Video zu meinen begonnenen Reihen 2020. Das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, aber ich glaube, ich werde nicht mehr so viele Reihen beginnen. Ich habe die Dilogie noch weggelassen, weil ich da so gut wie keine dieses Jahr gelesen habe irgendwie. Aber Reihen habe ich ein paar begonnen. Insgesamt 22, falls ich mich jetzt nicht irgendwie verguckt habe. Beendet habe ich insgesamt 4 davon und eine abgebrochen. Die 4 beendeten Reihen werde ich euch nicht zeigen. Die werde ich euch dann im Video zeigen, wo ich euch zeige, welche Reihen ich beendet habe, weil das wesentlich weniger sind. Und so habe ich ein bisschen mehr Zeit, um euch die 18 anderen Buchreihen zeigen zu können, die ich begonnen habe. Und ich würde sagen, wir starten direkt, weil es einfach unfassbar viele Bücher sind. Ich verlinke euch die Bücher, zumindest die ersten Teile unten in der Infobox, dann könnt ihr euch da gerne mal vorbei umschauen und gucken, welches Buch ihr euch vielleicht nochmal genauer anschauen wollt. Mein Jahr hat auf jeden Fall begonnen mit Endgame von James Frey. Das habe ich sogar noch Ende Dezember angefangen oder Anfang Januar schon angefangen. Auf jeden Fall habe ich das Buch gelesen. Das ist die Reihe, die ich abgebrochen habe, weil mich der erste Band nicht fesseln konnte. Es ging um auserwählte Jugendliche, die quasi ein Spiel spielen mussten. So ein bisschen wie Tribute und Panem, nur dass das nicht ein begrenzter Raum war, sondern das Spiel ging um die ganze Welt. Aber es ging auch darum, quasi sich gegenseitig zu töten, sodass nur noch einer übrig bleibt und um Rätsel zu lösen. Insgesamt fand ich die Idee auf jeden Fall ganz gut, aber irgendwie fand ich den ersten Band super, super langweilig und vor allem mit den Namen, weil die hatten super außergewöhnliche Namen, kam ich so gar nicht zurecht und ich hatte auf dem ersten Band kein Verlangen gehabt, die komplette Reihe weiterzulesen. Deswegen habe ich die dann auch schon wieder weggegeben und die Reihe abgebrochen. Und damit bin ich bis heute auf jeden Fall noch sehr zufrieden. Ich habe kein Verlangen, dieses Buch oder diese Reihe weiterzulesen. Dann habe ich eine Reihe begonnen, und zwar die Redwood Love Reihe. Die Redwood Love Reihe habe ich quasi schon fertig gelesen, aber ich lehne die Redwood Dreams 2 Teile noch mit dazu. Die gehören irgendwie für mich dazu, weil es in dem gleichen Universum spielt quasi. Deswegen ist es bei mir nur die Redwood-Reihe von Kelly Moran übrigens. Das sind dann insgesamt 5 Teile. Ich habe, wie gesagt, die ersten 3 Teile schon gelesen und die fand ich auch alle samt richtig, richtig toll. Es ist eine absolute Wohlfühlbuchreihe mit einer sehr schönen Atmosphäre. Man kann sich super reinfallen lassen. Das eine ist mal besser, das andere ist mal schlechter. Ich kann gar nicht so genau sagen, was mein Favorit ist. Ich glaube, der 3. Band, dann der 1. und dann der 2. Irgendwie habe ich das bei Trilogien oder bei Reihen sehr oft, dass mir der 3. Band besser gefällt als der 1. und dann der 2. Also genau diese Reihenfolge habe ich einfach sehr oft. Im 2. Band rund um, ich glaube Flynn hieß er oder Finn, ich glaube Flynn, der ja taub ist. Die Idee fand ich super, super gut, aber irgendwie fand ich die Umsetzung nicht so toll. Der 1. Band, das war einfach, also da habe ich mich einfach absolut wohlgefühlt. Das fand ich toll. Auch ich glaube, Audrey hieß sie mit ihrer kleinen autistischen Tochter Hayley. Das fand ich einfach ganz toll. Und im 3. Band ging es ja dann um den ältesten Bruder. Ich glaube, er ist der älteste Bruder, der verwitwet ist und ja dann eben eine neue Frau in sein Leben tritt. Und ich glaube, das hat mir einfach am besten gefallen. Aber insgesamt fand ich die Reihe ganz, ganz toll und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und das waren auch die 2 Reihen, die ich im Januar begonnen habe. Im Februar habe ich eine begonnen, und zwar ist das Shadow Sand von PM Freestone. Und ich weiß gar nicht, wie viele Teile diese Reihe haben wird. Ich weiß, dass der 2. jetzt, ich glaube, im Dezember erscheinen wird irgendwann, und der wird auf jeden Fall rot sein vom Cover her, falls ich jetzt nicht komplett daneben liege. In Shadow Sand, also die Idee von Shadow Sand fand ich auf jeden Fall ganz, ganz toll, denn hier spielen Düfte eine ganz, ganz große Rolle. Es geht um ein Mädchen, die Duftsachen auf dem Schwarzmarkt kauft, um ihren Vater heilen zu können. Und daraufhin trifft sie dann eben auf den Leibwächter des Prinzen und irgendwas verbindet sie. Und dann passiert ja das mit dem Prinzen und die beiden müssen dann eben ja eine Reise antreten, um den Prinzen retten zu können. Habe ich ganz schwer oder ganz kompliziert ausgedrückt, weil ich wirklich nicht mehr genau weiß, worum es geht. Wie gesagt, die Idee fand ich ganz, ganz toll. Auch das mit dem Beschreiben von Düften hat mir super, super gut gefallen. Aber so insgesamt fand ich dieses Buch dann doch eher etwas schwach.
Der Anfang, der plätscherte so vor sich hin, dann kam der Mittelteil, da war auch nicht besonders viel passiert und dann kam das Ende und da ist alles auf einmal passiert, hatte ich so das Gefühl gehabt. Sehr, sehr schade. Ich glaube, ich werde den zweiten Band trotzdem noch lesen, weil ich wissen möchte, wie es weitergehen soll. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass es eine sechsteilige Reihe wird. Bin mir da aber absolut nicht sicher. Falls jemand da was Genaueres weiß, kann er das ja gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin da mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall so eine Reihe, die auf der Kippe steht. Mal gucken nach dem zweiten Teil, ob ich die Reihe weiterlesen werde oder ob ich sie abbrechen werde. Im März habe ich dann gar keine Reihe angefangen, dafür aber im April, und zwar das Reich der Sieben Höfe-Reihe. Ich zähle den vierten Band jetzt einfach mal mit dazu, weil sonst hätte ich die Trilogie quasi schon gelesen. Das Ganze ist geschrieben von Sarah J. Maas. Ich glaube, das muss ich nicht unbedingt dazu erwähnen, auch nicht, worum es geht, aber ich tue es trotzdem mal. Und zwar geht es um Feyre, die eben in den Wald geht, um zu jagen, um Essen für ihre Familie zu besorgen. Und sie erlegt dann eben einen Wolf. Stellt sich aber heraus, dass dieser Wolf gar kein Wolf ist, sondern ein Fae. Daraufhin taucht dann eben, ja, einer von dem Fae-Volk bei ihr vor der Haustüre auf und nimmt sie quasi mit ins Fae-Land nach, wie heißt es, Prythian. Und ja, das ist auch so die Geschichte. Da passieren dann allerhand Dinge, die ich hier gar nicht breit treten möchte, weil das solltet ihr dann auf jeden Fall selbst lesen. Ich fand die Trilogie ganz, ganz toll. Vor allem der zweite Band, den fand ich ganz gut. Ganz gut. Fand ich wirklich schön. Das ist auch nochmal eine Reihe, die ich nächstes Jahr sehr wahrscheinlich reden möchte, weil ich das Ganze als Hörbuch gehört habe und mich dann nicht mehr richtig an die Sachen erinnern kann. Ich glaube, das funktioniert für mich als Buch auf jeden Fall besser. Ebenfalls im März, im April begonnen habe ich die Seabreeze-Reihe von Abby Clines. Ich glaube, die Reihe hat 9 Teile, falls ich mich nicht komplett täusche. Ich habe davon bisher 3 Teile gelesen. Ziel für nächstes Jahr ist es auf jeden Fall, die Reihe komplett zu beenden. Sollte auf jeden Fall machbar sein, weil die Bücher meistens so 250, 300 Seiten hat. Also das Buch hat man dann schon so in 2 Abenden oder an einem Wochenende oder auch mal an einem Wochenendtag fertig gelesen, weil sie auch einfach sehr schnell lesen lassen. Es ist eine Reihe da, dass die spielt quasi in Seabreeze, das ist so ein Ort an irgendwo, ich weiß gar nicht genau wo. Und es geht immer um verschiedene Paare, die aber auch irgendwie so ein Freundeskreis sind. Das erzählte, glaube ich, eigentlich auch schon alles, worum es in der Reihe geht, weil es halt eben immer wieder um andere Paare geht, kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Es ist auf jeden Fall eine super, super leichte Geschichte oder super leichte Geschichten für zwischendurch, die sich ja wirklich sehr leicht weglesen lassen, die ich dann auch ganz gerne mal zwischen 2 Fantasy-Bücher schiebe, wenn ich mal ein bisschen Abwechslung brauche oder mal ja, eine sehr lockere und leichte Unterhaltung will. Dann finde ich die Reihe auf jeden Fall grandios. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich mag die Reihe trotzdem ganz gerne. Im Mai und Juni habe ich dann auch wieder keine Reihe begonnen, aber im Juli habe ich eine begonnen und zwar die Grimm-Chroniken von Maya Shepard. Ich habe gerade aktuell gar keine Ahnung, wie viele Bücher diese Reihe hat. Ich glaube 23. Lasst euch da aber nicht, erschreckt euch da aber nicht. Die Bücher sind wirklich sehr, sehr dünn mit gefühlt 150 bis 180 Seiten. Ich glaube, viel mehr sind es tatsächlich auch nicht. Also lässt sich wirklich sehr schnell weglesen. Ich habe die ersten beiden Teile gelesen, beziehungsweise als Hörbuch gehört. Den dritten Band habe ich schon hier. Und nach dem dritten Band werde ich entscheiden, wie ich mit der Reihe fortfahren werde. So rum. Denn die ersten beiden Teile konnten mich nicht so gänzlich von sich begeistern. Ich werde aber nochmal den dritten Band lesen und dann gucken, wie es mir gefällt. Und wenn mir die Reihe nach dem dritten Band immer noch nicht so richtig zusagen wird, dann werde ich die Reihe auch abbrechen, weil ich möchte, dass ich so viele Bücher lesen muss, in Anführungszeichen, nur damit ich dann die Reihe beenden kann. Und da erscheinen ja auch immer und immer und immer wieder irgendwie neue Teile. Deswegen gucke ich nach dem dritten Band, ob ich die Reihe weiterlesen werde oder ob ich sie abbrechen werde. Da werdet ihr dann im nächsten Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr zu erfahren. Im August habe ich dann auch wieder eine Reihe begonnen, und zwar die Green Valley Love-Reihe von Lily Lucas. Da habe ich 3 von 5 Teilen gelesen, aber die anderen 2 Teile sind auch noch gar nicht erschienen. Die werden dann nächstes Jahr auf jeden Fall verschlungen, weil ich die Reihe unfassbar gerne mag. Ich liebe die Atmosphäre in Green Valley. Auch hier kann ich euch gar nicht viel zum Klappentext sagen, weil es immer um andere Charaktere geht. Im ersten geht es um Lena und Ryan, im zweiten um Cole, Will und Izzy. Um euch mal die Paare in den Raum zu werfen oder die Charaktere, die dort eine Rolle spielen. Und im dritten Band geht es um Elara und Noah.
Ich kann euch auch vorab schon mal verraten, meine Reihenfolge ist Teil 3, Teil 1 und Teil 2. Mal gucken, wie sich dann Band 4 und Band 5 einreihen werden. Das ist auf jeden Fall eine Reihe, die werde ich mit Sicherheit nächstes Jahr beenden. Sofern sie nächstes Jahr beendet ist, aber mit dem fünften Band ist es vorerst beendet, laut Lili Lucas. Aber man weiß ja nicht, was da in ein paar Jahren nochmal passieren wird. Im September habe ich dann gleich drei Reihen angefangen. Zum einen der Gott der Diebe Trilogie von B.E. Pfeiffer. Da habe ich aber auch nur den ersten Band gelesen. Band 2 und Band 3 sollen auf jeden Fall noch folgen. Ich habe Band 1 auch nur als E-Book gelesen, möchte aber gerne auch noch das physische Buch hier zu Hause haben, wie von Band 2 und Band 3. Deswegen habe ich bei der Reihe auch noch nicht weitergelesen, weil erstmal andere Bücher Prioritäten hatten, beziehungsweise ich gar nicht so viele Bücher mehr gekauft habe in letzter Zeit. Hauptsächlich nur noch Rezensionsexemplare. Deswegen wird das dann wahrscheinlich 2021 vervollständigt werden. In Der Gott der Liebe geht es übrigens um Hermes, der. Wie beschreibe ich euch das jetzt ganz kurz und am besten? Hermes arbeitet in einem Museum gemeinsam mit Shannon und dann taucht ein mysteriöser Mann auf, der die beiden eben auf eine Mission schicken. Im ersten Band nach Bangkok, im zweiten Band nach Venedig und im dritten Band der Urwald oder so. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben sie immer verschiedene Missionen in dem Band, aber das ist eine fortführende Reihe. Also man muss schon mit Band 1 anfangen. Ja, erstmal ganz grob zum Klappentext. Die zweite Reihe ist Renegades von Marissa Meyer. Da habe ich auch bisher nur den ersten Band gelesen. Band 2 und Band 3 möchte ich dann auf jeden Fall nächstes Jahr lesen. Band 3 ist ja jetzt auch inzwischen auf Deutsch erschienen, dank der Autorin, die das Ganze selbst in die Hand genommen hat und das für ja, Deutschland oder deutschsprachig übersetzen lassen hat. Deswegen kann ich da auch ganz gut mit dem dritten Band weitermachen, beziehungsweise auch den dritten Band auf Deutsch lesen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Das Ganze ist so eine Superheldengeschichte, würde ich mal behaupten. Der Einstieg in die Geschichte ist mir relativ schwer gefallen. Ich fand aber das Ende sehr spannend. Deswegen möchte ich den zweiten Band lesen. Mal gucken, was da noch so auf mich zukommen wird. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr genau, wie die Charaktere heißen. Aber ist auch völlig egal. Ich bin gespannt, was in Band 2 und dann auch noch in Band 3 passieren wird. Und die letzte Reihe, die ich im September angefangen habe, ist die Finde mich-Reihe von Katinka Engel. Ich weiß nicht, ob man die jetzt Finde mich-Reihe nennt, weil die zwei weiteren Teile heißen ja irgendwie anders. Aber egal, ich nenne sie jetzt einfach so. Es geht auf jeden Fall um Finde mich jetzt. Das ist der erste Band, den habe ich auch bisher nur gelesen. Aber auch Band 2 und Band 3 möchte ich sehr gerne in Zukunft lesen. Mal gucken, wann ich die ganzen Bücher alle lesen werde, weil nächstes Jahr auch unfassbar viele tolle Bücher erscheinen werden, die ich alle lesen möchte am liebsten. Aber Katinka Engels Bücher haben auf jeden Fall eine hohe Priorität, weil ich einfach die Charaktere unfassbar doll liebe. Auch in der Reihe geht es immer um verschiedene Charaktere. Band 1 ist auf jeden Fall um Tamsin und um Rhys und ein ganz, ganz tolles Buch. Ich bin sehr gespannt, wie mir die zwei Folgeteile gefallen werden. Das ist übrigens auch nicht die einzige Reihe von Katinka Engel, die in dem Video auftaucht, aber die zweite Reihe erscheint erst ein wenig später. Auch im Oktober habe ich dann als drei Reihen begonnen, und zwar zum einen den Palace Saga von C.E. Bernard. Diese Reihe umfasst vier Bücher und dafür nicht super schwer, den Klappentext irgendwie zusammenzufassen. Es geht nämlich um ein Mädchen, dessen Name ich gerade vergessen habe, die eine Magdalena ist. Und Magdalenen haben bestimmte, also die Menschen haben dort bestimmte Richtlinien, und zwar müssen sie Handschuhe tragen. Also sie dürfen so wenig freie Haut wie möglich zeigen. Sagen wir es einfach mal so. Und der König sucht dann eben einen Leibwächter für den Prinzen. Am besten keine Magdalena, weil vor denen soll nämlich der Prinz beschützt werden. Und dann kommen sie halt eben auf das Mädel zu und ja, würden sie gerne als Leibwächterin für den Prinzen engagieren. Und das passiert dann auch. Und dann passieren noch ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die ich jetzt gar nicht mehr so zusammenbekomme, weil mich der erste und auch der zweite Band relativ schnell oder auch relativ lang gelangweilt haben. Das Ende war dann immer wieder sehr spannend, was mich auch zum Weiterlesen animiert. Aber so dazwischen, das finde ich recht langweilig, weil relativ wenig passiert. Ich werde aber weiterlesen, sehr wahrscheinlich auch wieder in einem Buddy-Read. Und das finde ich auf jeden Fall sehr angenehm, weil sonst würde ich, glaube ich, ewig warten, bis ich mit der Reihe weitermache. Aber auch mal gucken, wann wir zu Band 3 greifen werden. Okay, ich muss halt mal eine Reihe dazwischen schieben, weil ich nicht genau weiß,
wann ich die Reihe begonnen habe. Und ich habe mir vorhin sehr schön die Bücher hier rausgesucht, um sie euch dann zu zeigen. Und irgendwie habe ich es jetzt vergessen, weil zwei Reihen. Aber bei der nächsten kann ich euch den ersten Band zeigen, und zwar Wicked von Jennifer Armentrout. Ich habe diese Reihe oder diesen Band auch im Buddy Read gelesen, dieses Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann euch aber nicht genau sagen, wann, weil ich es mir nicht in meine Liste reingeschrieben habe. Da müsste ich nochmal reingucken, wann ich das Buch beendet habe. Dann kann ich euch da auf jeden Fall auch mehr zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall schon vor September passiert, deswegen schiebe ich sie einfach mal mit hier rein. Hier geht es um Ivy, und sie studiert tagsüber an einer Universität und nachts macht sie dann Jagd auf magische Wesen in New Orleans. Sie hatte eben halt auch keine Dates, kein Liebesleben. Das ist eine feste Regel von ihr. Und dann taucht eben Ren auf in ihr Leben und macht ihr Leben dann auch noch unkompliziert. Ren gehört nämlich einer Geheimorganisation an, die Menschen vor den Wesen aus der Anderwelt beschützen. Und ja, als sie dann auf ihn trifft, geraten so ihre Vorsätze, kein Liebesleben und keine Beziehung und so, keine Dates, ein bisschen ins Wanken. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was hier weiter passiert, dann solltet ihr das Buch lesen. Ich möchte die Reihe auf jeden Fall sehr gerne fortsetzen. Den dritten Band habe ich auch schon hier. Ich müsste mir nur noch den zweiten Band irgendwie zulegen. Habe ich auch schon tatsächlich länger überlegt, aber irgendwie wollte ich mir nie so Bücher kaufen. Und irgendwie stand da auch Thorn nie auf dem ersten Platz so beim Kauf. Aber egal, das wird auf jeden Fall noch passieren. Damit kann ich dann zumindest die Trilogie und dann den vierten Band Kissed auch lesen. Ich habe unfassbar viele Reihen, nämlich von Jennifer Armentrout angefangen, und so langsam muss ich mal welche beenden. Hat mir auf jeden Fall unfassbar gut gefallen, mochte ich sehr, sehr gerne. Es war teilweise zwischendrin ziemlich heiß zwischen Ivy und Ren. Das einmal zu viel, so viel zu der Reihe. Ebenfalls im Oktober begonnen habe ich die Midnight Chronicles, Schattenblick von Bianca Iosivoni und Laura Kneidel gemeinsam geschrieben. Das sind ja sechs Teile, die bis in den Herbst 2022, glaube ich, alle erscheinen werden. Voraussichtlich Stand jetzt. Da ändert sich ja immer mal wieder irgendetwas. Ja, aber den ersten Band habe ich schon gelesen, der geschrieben wurde von Bianca Iosivoni. Und ich glaube, Bianca schreibt immer über, wie heißen sie nochmal, Roxy und Shaw. Und Laura Kneidel schreibt immer um andere Protagonisten. Bin mir aber da gerade nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall geht es hier um Roxy, die 449 entflohene Seelen wieder einfangen muss in 449 Tagen. Und eigentlich weiß sie, dass diese Mission total unmöglich und unmachbar ist. Dann trifft sie, oder ja, trifft sie irgendwie auf den mysteriösen Shaw, dem etwas passiert ist, sodass er gar keinerlei Erinnerung an seine Vergangenheit hat. Und jetzt muss sie halt eben ja den Aufpasser für ihn spielen. Und dann taucht aber auch noch das Kribbeln zwischen den beiden auf, was noch alles viel komplizierter macht. Und ja, das ist eigentlich auch so der Inhalt der Geschichte. Den ersten Band, den fand ich ganz unterhaltsam, würde ich sagen. Ich glaube, das Buch hat mir gut gefallen, einfach weil es gerade in meine Gefühlslage und in meine Stimmung ganz gut gepasst hat. Hätte ich es wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt gelesen, hätte es mir vermutlich nicht ganz so gut gefallen, weil es sehr ruhig ist, sehr wenig passiert. Das zwischen Roxy und Shaw, dieses Kribbeln, finde ich schwierig, kommt drin vor, aber ist auch ganz schnell wieder irgendwie so eine Nebensache, was ich einerseits gut finde, aber andererseits hätte ich hin und wieder mal wieder so ein paar Häppchen von den beiden gehabt. Aber ich werde hier auf jeden Fall die Reihe fortsetzen. Im zweiten Band geht es nämlich dann auch um andere Protagonisten. Ich kann gerade mal gucken, um wen, wenn ich denn dahin komme. Jetzt haut mir schon mein iPad ab. Genau, im zweiten Band geht es dann um Kane und um Warden. Die beiden hat man auch in dem ersten Teil schon kennengelernt. Also mal gucken, was da auf mich zukommen wird. Ich weiß gerade gar nicht, wann dieser Teil erscheinen wird. 24.02.2021 erscheint der zweite Band, also auch gar nicht mehr so lange hin. Und dann die dritte Reihe, die ich im Oktober begonnen habe, ist die Game On-Reihe von Kristen Callihan. Die ganze Reihe ist ja schon erschienen mit vier Teilen, aber wurde jetzt nochmal neu auferlegt vom Lux Verlag. Und im Zuge dessen habe ich den ersten und den zweiten Band auch schon gelesen. Der dritte Band erscheint jetzt, glaube ich, im Dezember und der vierte Band irgendwann im Januar, glaube ich. Also sind auch alle recht flott hintereinander erschienen, was ich sehr gerne mag. Das ist auch auf jeden Fall eine Reihe, die ich weiter lesen möchte. Ich finde es schade, dass dieser eine Charakter, von dem ich gerne eine Reihe, eine Geschichte lesen würde, wollen würde, keine Geschichte bekommt. Aber ist auch egal. Es geht immer wieder um andere Protagonisten, deswegen kann ich hier gar nicht so viel zu sagen. Aber ich glaube, der männliche Protagonist ist irgendwie immer ein, ich glaube, Baseball? Football? Ein Footballspieler, so genau, ist ein Footballspieler.
Und der erste Band, den fand ich okay, konnte mich aber nicht so richtig überzeugen. Aber der zweite Band mit Gray Grayson, den fand ich richtig toll. Also den liebe ich wirklich sehr. Jetzt bin ich gespannt auf Band 3 und Band 4. Im November habe ich dann gleich 4 Reihen angefangen und der Beginn macht Kassadim von Julia Dippel. Das ist der erste Band, der zweite Band ist ja auch vor kurzem erschienen, der ist inzwischen bei mir auch schon eingezogen und der dritte Band erscheint in einem Jahr und dann ist die Trilogie auch komplett. Hier geht es eben um Amaya und Amaya ist anders als andere Menschen und das weiß sie auch und dann kommt sie halt eben aufgrund verschiedener Dinge gemeinsam mit Noir und ihrer Familie nach Kassadim ins Totenreich und dort passieren sehr, sehr viele unfassbare Dinge. Und gemeinsam mit Amaya, ja, versuchen wir halt diese Hindernisse, Aufgaben, Missionen, wie auch immer, alle zu bewältigen. Ganz, 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 ganz tolle Reihe. Ich kann sie auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen. Ich freue mich schon sehr auf Band 2 und dann auch auf Band 3. So rum. Noch ein Buch von einer deutschen Autorin und ja, Reihenbeginn. Don't Love Me von Lena Kiefer. Da erscheint ja jetzt der zweite Band im Dezember. Den habe ich mir auch schon vorbestellt. Signiert genauso wie hier auch schon den ersten Band. Ich freue mich sehr auf die Geschichte, auf den zweiten Band. Ich mochte den ersten Band schon sehr, sehr gerne. Hier geht es um Kenzie und Kenzie ist nicht davon begeistert, dass sie in den schottischen Highlands ihr Designpraktikum absolvieren muss. Als sie dann bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette begegnet, ändert sich aber dann doch alles, denn der attraktive Lyle fasziniert sie von der ersten Minute an, aber irgendein Geheimnis verbirgt er doch. Und ja, dann eben noch zu Lyle. Lyle ist wie gesagt der Erbe der Luxushotelkette und er bleibt den Sommer über am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie, um sich dort zu bewähren. Wenn ihm das nämlich nicht gelingt, ist seine Zukunft in Gefahr und sein Plan gerät ins Wanken. Dann kann er der Anziehungskraft zwischen Kenzie und ihm kann er aber eigentlich nicht widerstehen, obwohl er es eigentlich müsste, weil er weiß, dass die Beziehung sowieso gar keine Zukunft hat und ja, eigentlich alles nur noch verkompliziert und sie verhängnisvoll für sie enden könnte. Genau. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, tatsächlich kein Highlight für mich, aber ich habe sie sehr gerne gelesen und bin gespannt, wie es mit Kenzie und mit Lyle im zweiten Band weitergeht. Vor ein paar Tagen ist auch eine Bonus-Story quasi erschienen, und zwar Don't Kiss Me. Da geht es um Edina und um Finlay. Ja, sind wirklich nur ganz, ganz wenige Seiten. Ich glaube 42 Seiten, aber ich fand's auf, die habe ich auf jeden Fall auch gelesen. Fand ich auch so ganz nett für zwischendurch und man hat auf jeden Fall noch ein bisschen mehr über Edina und Finlay kennengelernt. Wer die beiden sind, das erfahrt ihr in Don't Love Me. Zwischendrin haben wir noch eine E-Book-Reihe und zwar Loves-Reihe von Katinka Engel. Da habe ich auch nur den ersten Teil Love is Loud gelesen. Love is Bold möchte ich jetzt gerne noch im Dezember lesen und dann vielleicht im Januar Love is Wild oder so. Dann habe ich die Reihe auch abgeschlossen und ich liebe diese Reihe. Ich finde sie ganz, 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 ganz grandios. Sie spielt in New Orleans, geht immer wieder um verschiedene Charaktere. Im zweiten Band um Lincoln und um Francie. Im zweiten Band weiß ich nicht und im dritten Band ist weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, im dritten Band geht es um Emery und um. Wie heißt der Typ denn jetzt noch? Mit C, der ist auch in der Band von Lincoln drin. Und ich glaube, im zweiten Band geht es um Jasper und um Bonnie. Bin mir da aber auch nicht zu 100% sicher. Ich werde mich da einfach in die Geschichte reinfallen lassen. Auch wieder eine Geschichte mit ganz, ganz tollen Charakteren, mit einer sehr, sehr schönen Atmosphäre, mit ganz interessanten Themen und ich kann euch die Reihe auf jeden Fall nur ans Herz legen. Und die letzte Reihe macht im November zumindest Shadow Dragon von Christine Briana Ortsen. Das ist ein Buch, von dem ich gar keine Erwartungen hatte, deswegen hätte ich nicht gedacht, dass ich die Reihe vielleicht weiterlesen möchte, aber aktuell steht sie nicht als abgebrochen in meiner Liste drin. Ich möchte auf jeden Fall noch den zweiten Band lesen und dann sehr wahrscheinlich auch den dritten Band lesen. Wann das soweit ist, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das wird dann die Zeit zeigen. Auf jeden Fall geht es hier um Kai und Kai ist eine Onabogaisha. Das ist quasi die Leibwächterin der Prinzessin von einem Königreich, Kaiserreich, wie auch immer. Und dann passieren aber verschiedene Dinge, sodass sie sich als Prinzessin quasi ausgeben muss und in ein anderes Reich quasi reisen muss und dort auf den Shadow Dragon trifft. Und der Shadow Dragon spielt eine Rolle in dem Buch, auch eine sehr wichtige Rolle, kommt mir persönlich aber ein bisschen zu kurz vor. Aber trotzdem fand ich die Geschichte
Ganz interessant auf jeden Fall. Und ich möchte nach dem Ende des ersten Bandes auf jeden Fall weiterlesen. Wobei das Ende aus dem ersten Band eigentlich für mich persönlich auch ganz gut als Einzelband funktioniert. Das letzte Buch, was jetzt hier in dem Video auftaucht, ist Caleidra. Das ist der erste Band der Caleidra-Reihe von Kira Licht. Das Buch ist ja erst jetzt Ende November, glaube ich, erschienen. Auf jeden Fall im November erst erschienen, also erst ganz, ganz kurz her. Und ich habe es inzwischen fertig gelesen, weil ich von Kira Licht auch eigentlich jedes Buch, ja, zumindest alle ihre Jugendbücher, lesen möchte, weil mir Gold und Schatten ja richtig gut gefallen hat und auch Sunset Beach hat mir gut gefallen. Deswegen war ich sehr gespannt. Auch Lovely Curse hat mir gut gefallen. Deswegen war ich sehr gespannt auf Caleidra. Hatte, glaube ich, einfach ein bisschen zu hohe Erwartungen, denn mich konnte das Buch nicht so richtig begeistern. Ich kann auch überhaupt nicht zusammenfassen, worum es geht. Emilia ist die Protagonistin und Emilia erlebt unfassbar kuriose Dinge, denn plötzlich kann sie eine Schrift lesen, die gar kein Mensch lesen kann und sie versteht gar nicht, warum sie das lesen kann. Und dann tauchen einfach irgendwelche Menschen auf, die irgendwas von ihr wollen und sie versteht gar nicht, was sie jetzt genau von ihr wollen. Dann stellt sich heraus, dass sie eine Alchemistin ist und es passieren einfach unfassbar viele Dinge. Ich glaube, daran merkt man auch, dass mich das Buch nicht so richtig packen konnte. Also ich fand es mega verwirrend. Es gibt hinten auch noch ein Glossar drin, was ich aber im E-Book tatsächlich ein bisschen blöd finde, weil sonst muss man immer wieder hin und her springen. In einem haptischen Buch ist es dann doch eher ein bisschen leichter. Aber mal gucken, was Band 2 und Band 3 bringen wird. Ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterlesen, weil ich glaube, es kann nur noch besser werden. Das werdet ihr dann auf jeden Fall erst im nächsten Jahr erfahren. Jetzt bin ich super schnell durch dieses Buch gerast, durch dieses Video gerast, habe auch so langsam keine Stimme mehr. Deswegen beende ich das Video einfach ganz fix an der Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche der Reihen ihr schon gelesen habt, welche Reihen habt ihr dieses Jahr begonnen, welche könnt ihr ganz besonders empfehlen oder welche mochtet ihr nicht so gerne. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Ich liebe den Austausch mit euch, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, bis ich auf die Kommentare antworte, aber eigentlich antworte ich auf jedes Kommentar. Genau. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüss.